Aber Lachen ist doch gesund. Nein, Lachen ist in höchstem Maße ungesund. Haben Sie das immer noch nicht verstanden? Lachen ist ungesund bis zum geht nicht mehr, weil sobald Sie Ihren Mund aufmachen und lachen, also wenn Sie, ich meine, es gibt Leute, die machen so, oder das ist natürlich was anderes, aber Leute, die mit offenem Mund lachen, die sind höchstgradig gefährdend für ihre Umwelt. Also das größte Zeichen von Solidarität ist aufzuhören zu lachen. Weil Lachen ist extrem ansteckend. Dann fängt einer an, der zweite, der dritte, und das Wort sagt es ja schon, Lachen ist ansteckend. Ja, wo kommt denn das her? Weil sie lachen, zack, kommt alles aus ihnen heraus, fliegt zum anderen, zum nächsten, und dann sind alle, die im Raum sind, werden angesteckt durch das Lachen. Und dann lachen alle miteinander, und dann können Sie sich vorstellen, was da für eine Virenparty da im Raum ist. Dann können Sie wieder umeinander laufen mit dem Desinfektionszeug, und das kriegt man ja schon gar nicht mehr in der Apotheke. Also das ist wirklich, also ich finde das schon fast abnorm, wenn Leute heutzutage noch laut in geschlossenen Räumen lachen. Also mich werden sie nicht mehr lachen sehen in geschlossenen Räumen. Und ich lache auch draußen nicht mehr. Ich habe gar keine Lust mehr zu lachen. Mir ist das Lachen sozusagen vergangen. Wodurch? Ja, also sind Sie sich denn der aktuellen Lage nicht bewusst, junger Mann? Sie müssen doch wissen, in welcher Zeit wir leben. Ja. Da draußen schleicht ein Virus herum, der uns alle anfällt. Und zwar immer, wenn Sie in einem Abstand, der unter 1,50 Meter sind, schon nur sprechen. Ja? Aber jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn ich spreche, das kommt ja nicht so stoßweise heraus. Wenn ich jetzt aber laut lache, ich mache das jetzt nicht, weil ich will Sie ja nicht gefährden, aber wenn ich jetzt hier laut loslachen würde, ja, da könnten Sie sich doch von diesem Virus, falls ich ihn hätte, gar nicht mehr schützen. Das heißt, ich würde momentan besonders vorsichtig sein bei Leuten, die lachen, weil was sein kann, ist, dass die Sie böswillig anstecken wollen, weil ich weiß doch nicht, ob der Hund da hinten, der mich da anlacht, ob der mir vielleicht was Böses will. Am Ende will der mich anstecken. Am Ende kommt er gerade von einer Reise zurück, hat schon längst seinen Test hinter sich, lacht mich an, ja. Und dann habe ich es auch und er hat vielleicht gar keine Symptome und ich sterbe übermorgen. Ja, also ich meine, so weit kommt es noch. Stirbt denn jeder? Ja, also ich glaube schon. Also ich bin da fest von überzeugt. Wie viel Prozent denn? Ja, das weiß ich nicht. Ich bin ja kein Prozentrechner. Ich mache mir einfach nur Sorgen um mein Leben und um das Leben meiner Mitmenschen. Und deswegen glaube ich, dass es die höchste Bekundung von Solidarität ist, wenn man aufhört zu lachen. Speziell in geschlossenen Räumen. Also draußen, die jungen Leute, denen wird man es wahrscheinlich nicht abgewöhnen können. Ich bin da sehr diszipliniert, ich habe da jetzt lang dran gearbeitet. Ich habe mir das Lachen abgewöhnt. Das geht, das ist möglich. Aber es erfordert eine gewisse Disziplin, die muss man schon halten. Warten Sie, ich bin noch nicht ganz fertig. Und wenn Menschen dazu in der Lage sind, diese Disziplin zu halten, ist es kein Problem. Bei jungen Menschen würde ich jetzt sagen, auf vielleicht 5 Meter Entfernung, wenn Sie sich anlachen. Ja, da ist ja nichts dagegen zu sagen. Aber näher sollten Sie sich nicht kommen. Und was ist Ihr Aufruf an die Politik? Ja, das Lachen muss verboten werden, sofort. Und vor allem in geschlossenen Räumen. Und ich bin auch dafür, dass die Polizei das kontrolliert. Also wenn ich hier jemanden lachen höre, in dem Moment, wo das verboten ist, sollte hier in einem Nebenraum, soll ich hier irgendjemanden, hier in der ganzen Anlage, sollte ich da irgendjemanden lachen hören, ja, da können Sie glauben, dass ich die Polizei rufe. Und was ist Ihr Aufruf an die Bevölkerung? Ja, ich rufe auf zur Solidarität. Und der höchste Ausdruck für Solidarität, ich sag's nochmal, ist, dass man aufhört zu lachen. Ganz einfach, das ist ganz einfach, das versteht ja jedes Kind. Und ich habe auch schon gesehen, ich habe schon mit einigen Kindern gesprochen, die haben das sofort eingesehen. Haben auch sofort aufgehört zu lachen. Manche haben geweint. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Und weinen, wie ist das mit Weinen? Das ist doch eigentlich auch ungesund. Ja, aber Weinen, wissen Sie, beim Weinen, da kommen halt Tränen aus den Augen raus. Das ist, bisher wüssten wir nicht, dass es ansteckend ist. Es ist ja die Luft, die aus dem Mund kommt. Und beim Weinen, ja, wenn man das so vor sich hin weint, ist man eher in sich gekehrt. Das ist jetzt nichts, was so explosionsartig aus ihnen herauskommt. Aber bei einem Gelächter, ja, das Wort, wissen Sie, weinen, da hört man schon in dem Wort weinen. Man geht so, und beim Lachen, ja, geht's hinaus. Ich mache es Ihnen, wie gesagt, nicht vor, weil ich bin da sehr verantwortungsbewusst und ich möchte da auch eine Vorbildfunktion einnehmen und ich möchte Sie nicht gefährden. Dankeschön. Sehr gerne.